Die Freiheitsstraße ist nicht nur irgendeine Straße bei uns in Remscheid, sondern als B229 auch eine Bundesstraße. Sie ist eine wichtige Durchgangsstraße, aber an beiden Seiten der Straße leben auch viele Menschen. Nun wird von seitens der Stadt überlegt, die Straße zurückzubauen. Und das wird bei uns in Remscheid viel diskutiert. RS1 TV sprach mit Gerd Sonnenschein von der Stadt Remscheid. Die EU hat Richtlinien erlassen, die sind in nationales Recht übertragen worden. Diese Richtlinien müssen die Gemeinden umsetzen. Hier achtet auch die Bezirksregierung stark darauf, dass hier Richtlinien umgesetzt werden. Es hat im letzten Jahr eine Offenlage gegeben im Bereich der Freiheitsstraße bezüglich Feinstaub und Lärm, wo der Bürger sich informieren konnte darüber, was ist in dem Bereich los. Auch hier war unter anderem das Tempo 30 vorgeschlagen, aber auch ist über eine Zweispurigkeit in dem Bereich schon informiert worden. Auch hier wollen wir den Bürger informieren, auch hier gibt es keine Entscheidung. Es findet im Juli eine Bürgerversammlung nochmal statt dazu. Und auch hier soll der Bürger seine Meinung zu sagen, damit dann der Rat der Stadt darüber entscheiden kann, wie es in diesem Bereich auch weitergeht. Er kann sich schriftlich auch beteiligen, er kann Ideen vortragen, ist sogar erwünscht, da wir den Bürger frühzeitig mitnehmen wollen, damit über Entscheidungen, die hier in Remscheid getroffen werden, auch darüber informiert ist, und zwar auch sachlich informiert ist. Und wir begrüßen es ausdrücklich, wenn auch unterschiedliche Auffassungen vorgetragen werden, weil nur der Bürgerwille nach außen getragen werden kann und wir auch hier entscheiden können und wissen, was will der Bürger. Aber was denken die Remscheider Bürger über die Freiheitsstraße und ihre Zukunft? Hier ihre Meinungen. Also man sollte die Straßen mal vernünftig ausbauen und so befestigen, dass auch der Schwerlastverkehr vernünftig hier durchrollen kann. Ich denke, da ist allen Bürgern gut geholfen. Das wäre eine gute Sache, wenn sie hier in Remscheid die Freiheitsstraße, sage ich mal, den Verkehr halt entschleunigen, beziehungsweise auch vielleicht, wenn sie es schaffen, diese Straße ein bisschen zu umgehen, dass die Leute, dass es auch hier attraktiver wird, hier in Remscheid zu wohnen, hier auf der Hauptstraße. Viele Kollegen von mir, die gucken mich komisch an und sagen, Mensch, da wohnst du, das kann ja gar nicht sein, weil es tatsächlich halt keine Qualität hat, hier auf der Freiheitsstraße zu wohnen. Also ich glaube, das wird ein Riesenproblem werden, weil die Straße ist sehr viel befahren und wenn jetzt von 4 Spuren auf 2 Spuren runterkommen soll, wird diese Straße richtig voll sein. Und ich denke, wir werden viel zu kämpfen haben mit Abgasen und all das andere Zeug. Also es sollte doch schon lieber so bleiben, wie es ist. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Freiheitsstraße ist noch nicht getroffen. Und daher wird wohl noch einiges darüber in den kommenden Wochen und Monaten diskutiert werden.